im Parkhaus. Guten Morgen, kann man sagen. Wir sind in Bremen. Dominik wollte Bremen besuchen. Ja. Papa, ich bin total verwirrt, ey. Das ist schön warm im Auto gewesen. Nö, fand ich gar nicht. Findest du nicht? Boah, ich fand das mega warm. Ich fand das auch nicht lange, die eine Stunde. Warm. War warm im Auto. Ach ja. So, schwül ist. So, alle sind dabei und um 3 Uhr trainiert Werder. Und das würde ich sich gerne angucken. Wir machen eine Werder-Tour heute hier. Eine Bremen-Tour. Dann also gucken wir mal mit der S-Bahn dahin. Schon Abenteuer für die Kinder. So. Wir müssen ja mir neue Schuhe holen. Ja, mir auch. Geschlossene Schuhe. Die hat nämlich nur diese Sandalen. So, kommt. Und Gummistiefel. Lamir, hier fahren auch los. Komm her, Mausi. So, 6. Etage, Joanna, wir laufen. Ich hasse es. Ich hab so Angst, ne? Aber dann gib auch Gas. Komm. Hast du deine Uhr an? Ja, klar, hab ich die Uhr an. Wuhu. Wir müssen schneller als die da. Schaffen wir aber nicht. Wir sind jetzt schon da ein. Geschafft. Komm, warten wir mal ab. Boah, die brauchen aber lange. Was ist los? Daddy? Die Haken. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir schneller sind als die beiden. Echt? Das war ja gar nichts. Guck mal, wir sind erst auf der 2. Etage. Day, 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 von 6. Ja, die müssen hier hin. Das ist doch 1. Die müssen auf 1. Wenn nach 1 steht, sind die da. Genau. Warum ist das so langsam? Ja, weil der Aufzug langsam ist. Der Vater. Hallo? Was ist los, Dami? Wir warten schon eine halbe Stunde hier unten auf euch. Komm, Dami, komm direkt hinterher, bitte. Dami, komm. Hä? Was ist los? Stopp. Ja, ich hab zu lange gebraucht. Guck mal, wie rot er ist. Und sie sind alle ganz aufgeregt. Ich weiß gar nicht, warum. Verstehe ich überhaupt nicht. Weil es cool ist einfach. Da, guck mal. Yes. Das ist aber cool. Das ist cool? Komm, ich nehme den Kleinen, da kannst du gucken. Und weg ist er. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away.
This is what we waited for. So, ihr Hübschen, der Dominik guckt sich jetzt das Training gerade an. Und ich laufe hier ein bisschen mit dem Carlos rum. Mich interessiert das nicht so wirklich. Und ja, ich glaube, in 10 Minuten sind die fertig. Und in 1 Stunde haben die Training. Ich war gerade mit den Mädels auf Toilette. Hä? Du bist die Polizei? Und jetzt? Darf ich durch? Vielen Dank. Bin ja schon froh, dass es nicht regnet hier. Hab schon die Regenhülle drum gemacht. John hat sich ein Kissen geholt, welches sie unterschrieben haben möchte. Und ja, deswegen werden wir jetzt erstmal bis sie zu Ende trainiert haben, damit die hier ihre Unterschriften alle kriegen. Ist richtig was los, ey. Voll viele Leute, die sich ihr Training angucken. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich würde jetzt lieber ein Eis essen. Sie sollen kommen. Komm jetzt. Vergiss die Bilder nicht. Nein. Kann ich auf dem Trikot auch ein? Super, danke schön. Sonst noch? Nix. Und auch ein Trikot bitte, das wäre super. Vielen Dank. Danke. Nicht, ne? Hallo? Hm? Jetzt sind wir fertig. Hast du einen Stift? Ja. Luca. Luca. Nicht? Ich auch einen. Das ist gut auch. Super. Rein, rein, super. Jetzt noch mal ich auch. Dankeschön. Könntest du. Ja. Das ist auch ein Trikot, auch noch eins, das wäre super. Vielen Dank. Danke. Jetzt sind wir. Ja. Ja, Junge. Ja. Warte, warte. Danke. War noch ein Trikot, das wäre super. Danke. Yes! Wir haben alle, oder? Ich weiß, was ich da wäre. Ja, alle da. Ja, was machst du sein? Habt ihr auf Pizarro. So, wir sind wieder in unserer Ferienanlage angekommen. Wir sind total fertig alle. Aber wir gehen jetzt noch zum Piratenfest. Hier gibt es nämlich heute ein Piratenfest. Und das nehmen wir jetzt noch mit. Da wird nämlich auch gegrillt. Ja, doch. Bremen. Dominik ist ganz glücklich. Joanna hat auch in Bremen Rollschuhe gefunden, neue. Die von letztes Jahr, die sind ja sehr schnell, ist sie da rausgewachsen. Und eigentlich wollten wir nach Köln zu so einem Rollschuhladen, aber jetzt hat sie hier welche gefunden, hat die sich welche gekauft. Da fährt sie sich ja Geburtstagsgeld, hatte sie noch, ne? Super, jetzt musst du noch ein bisschen üben, um wieder reinzukommen. Und ich kann noch. Super. Ach komm. Ich höre immer, das ist vom Touren. Ja. Und an mir ist auch fertig. Ich bin alle total kaputt. Ey. Also ein Erholungsurlaub ist das definitiv nicht. Das sag ich euch. Ey. Pass auf, das sind nicht deine Abenteuer auch nicht, aber Abenteuer. Definitiv kein Erholungsurlaub. Morgen wäre der Tag, wo ich Touren wieder müsste. Ja, stimmt. Deswegen. Die Häuser sind aber echt süß. Süß gemacht, die Häuser. Nein, in den Ferien ist kein Touren. In den Ferien ist nichts. So, wir sind jetzt wieder im Haus. Wir gucken jetzt Schrott oder Schrott. Die Alles-Tester, der Carlo schläft. Und ich habe jetzt gerade die Lamia Bett fertig gemacht. Und der Dominik, ich habe ihr was vorgelesen. Die hat sich ein Buch ausgesucht in der Buchhandlung heute. Und habe ich ihr gerade vorgelesen, der Dominik, der muss jetzt nochmal eine Geschichte erzählen. Und die tut sich ja ein bisschen schwer im Moment. Klar, die ist noch klein, woanders zu übernachten. Aber wenn man ein bisschen bei ihr bleibt, ganz im Gegenteil wie zu Hause, da schläft sie ja nur, wenn man die Tür zumacht, braucht sie hier noch ein bisschen Unterstützung. Und deswegen habe ich jetzt was gelesen, jetzt liest Dominik was und dann ist sie gleich aber auch am Schlafen nicht total kaputt. Und ja, wir gucken jetzt hier zusammen dann Hot oder Schrott und danach spielen wir wieder eine Runde Skippo. Haben wir nämlich gestern auch gespielt. Bei den Dingskartenspielen. Ja. Das auch, kennt ihr es? Stimmt.
Das ist ein richtig cooles Spiel. Dauert auch, geht auch nicht so schnell vorbei wie Uno oder so. Ja, lass uns. Echt, echt cool. Lass uns eine Runde Skippen und eine Runde Uno spielen. Können wir machen, ja. Ich habe dir den Ball mitgenommen. Ja, genau. Und wer hat sich gewünscht, dass du es mitnimmst? Mama. Ich. Jo. Ja, ich wollte Tschüss sagen. Wir sehen uns dann eventuell morgen wieder. Wir wissen, genau, morgen hat meine Freundin Geburtstag. Dann werden wir dann zu ihr hinfahren, Kaffee und Kuchen essen. Und aber erst nachmittags, was wir jetzt vormittags machen, wissen wir noch nicht. Vielleicht machen wir auch gar nichts morgen Vormittag. Die Jonah will bestimmt Rollschuh fahren. Ja. Und die Lamia kann dann endlich mal Mittagsschlaf machen. Die hat nämlich die ganze Zeit gar keinen Mittagsschlaf gemacht, weil wir so viel unterwegs waren, die Arme. Die ist total fertig, ey. Und ja, jetzt werden wir hier abends sitzen und den Abend und einfach gucken, was wir so machen. Ganz ruhig angehen. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss! Tschüss!